Wunderschönen Sonntag, Meme-Sonntag, meine Damen und Herren. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute spielen wir ein Token-FTK-Deck und ich bin gespannt, ob ich die FTK-Kombo ein einziges Mal durchbekommen werde. Ich habe es jetzt in 15 Duellen probiert. Ich habe es kein einziges Mal hinbekommen. Oft lag es daran, dass ich nicht anfangen konnte und meine Gegner erstmal übertrieben krasse Boards aufgebaut haben, durch die ich dann nicht mal Karteneffekte aktivieren konnte. Und meistens habe ich dann selber auch das Duell anfangen dürfen, aber ich habe leider keine guten Combo-Pieces gezogen, denn es ist eine ziemlich anstrengende Combo. Aber eigentlich eine ganz coole, vor allen Dingen, wenn wir es heute mal hinbekommen. Wenn ihr öfter auch solche Decks sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall tierisch supporten. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, was ihr gerne noch an sonstigen Decks sehen würdet. Und ich schaue mal, ob wir das in irgendeiner Form umsetzen können. Heute geht es aber, wie gesagt, um dieses Token-FTK-Deck. Und ich zeige euch mal, woraus der FTK, falls ihr nicht wisst, was das bedeutet. First Turn Kill, also dass wir in der ersten Runde direkt das Spiel beenden. Woraus diese FTK-Kombo besteht. Also, wir haben nämlich die neue Karte Psi-Klinge erhalten, ja? Und Psi-Klinge, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, in Duel Links eigentlich ziemlich nice, weil dadurch kann man ziemlich gut Skills aktivieren. Wir wählen nämlich ein Monster, an das wir diese Karte ausrüsten. Das ist eine Ausrüstungskarte. Wir zahlen LP in Vielfachen von 100 bis zu maximal 2000. Also wir können 100 oder 2000 Life Points, irgendwas dazwischen, können wir opfern. Und wir können dann ein Monster mit dieser Karte ausrüsten, wie gesagt. Und es hält so viel Attack und Death, wie wir Life Points geopfert haben. Und das Ganze paaren wir mit Einmal-Passcode. Denn bei Einmal-Passcode können wir ein Token, ein Sicherheitstoken beschwören, was 2000 Attack und Defense hat. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben da jetzt eine Psi-Klinge und rüsten sie an unser Einmal-Passcode, ja, mit dem maximalen Betrag. Das heißt also, unser Token hat auf einmal 4000 Attack und 4000 Defense, okay? So, dadurch haben wir selber erstmal Life Points bezahlt und können halt auch nochmal unseren Skill aktivieren. Das ist der Taschenspieler-Trick. Der dient eigentlich nur für einen einzigen Grund hier in dem Deck, warum wir diesen Skill spielen, und darauf kommen wir gleich. Aber theoretisch können wir dann den Skill aktivieren und wir fügen unserer Hand einen in unserem Ärmel versteckten 7 vollendet hinzu. Falls ihr nicht wisst, worauf das andeutet, das deutet auf den Anime hin, ja, auf das Königreich der Duellanten, Bandit Keith gegen Joey Wheeler in den Top 4. Genau, darauf ist das eine Anlehnung. Und wir spielen natürlich auch Bandit Keith und er hat den Skill. Aber egal. So, wir können dann theoretisch den Skill aktivieren und kriegen auch nochmal eine zusätzliche Karte auf unsere Hand, ne? So. Anschließend haben wir einen Token, wie bereits erwähnt, mit 4000 Attack und 4000 Defense. Wir brauchen dann nur noch verstärkender Strom, die ja leider auf 2 ist, wie bereits erwähnt. Und wir können unserem Token auch nochmal Attack in Höhe seiner derzeitigen Death geben. Dann kriegt nämlich unser Token 4000 plus 4000 8000 Attack. So, und jetzt kommt das Finale. Denn dann brauchen wir auch nochmal die Karte Nachahmung. Denn mit Nachahmung wählen wir eine Spielmarke in der Monsterzone, zerstören sie. Dann beschwören wir eine Maskenspielmarke mit denselben Attack und Death wie die Spielmarke, die wir zerstört haben, auf die Spielfeldseite des Gegners. Und jetzt kommt der Clou. Wir fügen unserem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte ihrer Attack hinzu. Das heißt also, wenn wir einen Token mit 8000 Attack haben, können wir, nachdem wir es mit Nachahmung zerstört haben, unseren Gegner 4000 Burn Damage ins Gesicht drücken. Heißt also, wir haben eine 1, 2, 3, 4. Eine 4-Karten-Kombo in einem Spiel wie Duel Links. Jetzt wisst ihr auch, warum es gar nicht mal so einfach ist, diese Kombo herzustellen. Ja, also wir brauchen eigentlich nur in Anführungszeichen einmal Passcode into Psi-Klinge, into verstärkender Strom, into Nachahmung. Ja, wenn ich irgendwann mal diese 4 Karten auf der Starthand habe und anfange, ja, dann sollte ich vielleicht an dem Tag in Lotto mitspielen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Also, um natürlich noch mehr Karten zu ziehen und in unsere Combo-Pieces zu gelangen, haben wir in die Leere auch nochmal dreimal in diesem Deck. Wir spielen auch nochmal die Magiebuch-Engine. Ja, Magiebuch, Magie der Prophezeiung ist hier ganz cool. Ich habe nur 2 Psi-Klingen. Wenn ihr Psi-Klinge dreimal habt, spielt sie dreimal. Ich weiß nicht, warum ich sie nur zweimal habe. Es ist eine Free-to-Play-Karte gewesen, aber ich habe sie beim letzten Wave-Duel-Scramble nur zweimal farmen können. Ich würde dann einen von den Blue Boys streichen und dann halt nochmal eine Psi-Klinge mit reinnehmen. Also so, dass die Deckliste am Ende des Tages, so aussieht, dass ihr dann 3 Psi-Klingen spielt und nur 2 Blue Boys.
So, jetzt habe ich euch eben noch vom Skill erzählt. Taschenspielertrick. Passt auf. Wir kriegen durch Taschenspielertrick eine zusätzliche Karte auf unsere Hand. Und diese Karte können wir, falls wir noch ein Piece suchen, ein Combo-Piece, wir können diese Karte mit magischer Hammer zurück ins Deck mischen, um noch mal eine potenzielle Chance zu haben und eine potenzielle Extra-Karte, um dann halt dieses vergessene Combo-Piece zu ziehen. So, und jetzt guckt ihr euch dieses Deck an und denkt euch, Regi, was spielst du da für eine Scheiße? Ja, ich weiß, aber es ist der Meme-Sonntag. Und wenn wir den Meme-Sonntag spielen, können wir ruhig so etwas mal ausprobieren. So, ich zeige euch mal meine letzte Historie in den Ranglisten-Duellen. Ja, ich habe es probiert. Ich habe es wirklich probiert, aber irgendwie wollte es nicht so sein. Also, mein selbsterklärtes Ziel für diese Meme-Sonntag-Episode, wenn ich die Combo ein einziges Mal, ja, gewerkstelligt bekomme, wenn ich sie ein einziges Mal gewerkstelligt bekomme, okay, dann habe ich meinen Sold für heute erfüllt. Wichtig ist, wir fangen an oder unser Gegner fängt an und legt nichts hin, womit er uns irgendwie auf den Sack gehen kann, okay? Das ist ganz wichtig. So, let's go, Leute. Meme-Sonntag, Meme-Sonntag, Meme-Sonntag. So, das Blöde an der Kombo ist auch mal, also ich habe euch gesagt, es ist eine Vier-Karten-Kombo. Es stimmt, so. Problematisch ist, wir müssen die Karten auch in der richtigen Reihenfolge ziehen. Wir brauchen zum Beispiel einmal Passcode. Und zwar ganz dringend. Wenn wir einmal Passcode nicht haben, dann bringen uns die anderen Karten auch nichts. Ja, man kann nämlich, das hatte ich eben den Fall, diverse Karten nur ein einziges Mal aktivieren, was ich weird finde. Die Psyklinge beispielsweise. Wobei, bei Psyklinge ist es gar nicht so unwahrscheinlich, weil ansonsten kannst du natürlich, wenn der Gegner ein Monster in Angriffsposition hat, das Ding dann halt Utikan. Aber das kannst du auch mit anderen Ausrüstungskarten, von daher, I don't know. So, wir haben jetzt in die Leere, wir haben verstärkender Strom und Magiebuch des Wissens. Wir aktivieren Magiebuch des Wissens, ziehen nochmal zwei Karten. So, ich brauche einmal Passcode, wenn es geht. Okay, wir haben in die Leere, immerhin. Wir können nochmal ein bisschen cyclen. Die Klinge und jetzt noch, oh, jetzt nochmal einmal Passcode. Aber dann bringt mir das immer noch nichts, weil wir haben die Kombo auf jeden Fall nicht. Einmal Passcode, Psyklinge, verstärkender Strom und jetzt fehlt Nachahmung. Oh Mann! Stellt euch vor, wir hätten Nachahmung. Oder wenigstens einen magischen Hammer. Dann könnte ich nochmal das Ganze probieren. Gut. Dann können wir rausgehen. OTK-Kombo. Take 1. Fail 1. Nee, nee. Oh Mann. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einmal Passcode, um zumindest zu starten. So, aber wir brauchen halt auch die ganzen anderen Combo-Pieces. Das ist blöd. Ich habe theoretisch 1, 2, 2 Draws. 5 Draw-Karten habe ich in die Leere. Dann noch meine Spellbook-Karte. Sagen wir 2 extra Draws, weil ich mein Deck auch noch mit dem Blue Boy und Magiebuch des Wissens thinnen kann. 7 Draws habe ich theoretisch. Und magischer Hammer. Magischer Hammer darf ich auch nicht vergessen. Einmal Passcode, verstärkender Strom, Nachahmung. Nein! Und Magiebuch des Wissens als letzte Karte. Das ist. Was soll ich damit machen, Mann? Ich kann damit nichts machen. Also potenziell, ja. Guck mal, wir können jetzt den Zug beenden. Wir müssen jetzt nicht direkt aufgeben. Wir können den Zug beenden, gucken, was unser Gegner jetzt macht. Und wenn wir gleich die richtige Karte nachziehen oder einen Blue Boy oder so, dann wäre das ja theoretisch noch gewinnbar. Zumindest, wenn wir jetzt nicht sterben. Deswegen mal gucken, was unser Gegner jetzt macht. Okay, wir gehen raus. Das brauchen wir uns nicht antun. Es gibt mittlerweile auch in Duel Links so viele Negates, ey. Das ist krass. Es ist krass, so viele Negates. Früher gab es nicht so viele Negates. Es gab Möglichkeiten, wie du den Gegner interrupten konntest mit Backrow, mit irgendwelchen Effekten, wie zum Beispiel die Slash HP. Aber mittlerweile gibt es hier auch so viele Effekt-Negates. Effekt-Negate hier, Effekt-Negate da. Anstrengend, ne? Ja. Anstrengendes Leben. Zumindest wenn man Content-Creator ist und versucht, Content zu kreieren. So, 2 von 2 gefailt. 2 von 2 gefailt. Okay, Blue Boy, Psyklinge, Nachahmung. Alles Klärchen, Bärchen. Also ich brauche nur noch mein Einmal-Passcode, ne? Ich meine, ich brauche theoretisch nur noch den Einmal-Passcode. Und verstärkender Strom, ne? Oh. Oh, what is this? What is this?
überlege gerade, können wir noch irgendwas machen? Na, können wir nicht. Ja, das ist, ja, ein Heartbreak. Das ist ein Heartbreak, ja. Nachahmung. Ah, das ist halt nicht konsistent genug. Es ist nicht konsistent genug. Come on. Okay, drei von drei Versuchen. Okay, und wir sind schon 10 Minuten im Video. Ey, türkischer Freund. Grüß dich, Tipp hier. Okay, Kai Tenjo, das ist nicht so geil. Okay, aber wir fangen an. Von daher ist das in Ordnung. Okay, Into the Void, Psyklinge, Blue Boy. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Damit lässt es sich auf jeden Fall arbeiten. Guck mal. Dann nehmen wir den Blue Boy auf die Hand, weil wir den potenziell nochmal zurückmischen können. Magiebuch des Wissens sowieso. So, let's go. Wir nehmen den vom Spielfeld ganz nebenbei, weil den auf der Handkarte behalten wir. In die Leere, Magiebuch des Wissens. Ah, ich bin jetzt wieder von in die Leere abhängig. Oh, come on, das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so... Jetzt fehlt einmal Passcode. Wir haben die Psyklinge, Nachahmung, jetzt hier abgestellt. Ja, Mann. Wir ziehen halt diese Karten, die mir nichts bringen, ja? Reibs, also zwei von den Karten, oder nee, drei von den Karten sind tot. Wenn ich da irgendwie wenigstens was hätte, was mir weiterhilft. Ich war einmal kurz davor. Einmal war ich ganz kurz davor. Ja, da hat mir nur noch... Wobei, nein, ich hatte alles auf der Hand. Ich hatte alles auf der Hand. Ich habe als zweites agiert, aber mein Gegner hatte den Negate, ja? Ja, das ist auch immer noch so eine Sache, ne? Optimalszenario ist natürlich, der Gegner fängt an, du kriegst eine zusätzliche Draw-Karte. Aber er hat halt keine Effekt-Negates oder so. So, einmal Passcode in die Leere, Nachahmung. Okay, gucken wir mal, was unser Gegner hinlegt. Lieblingsduell, okay, Favorite Duel. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn er Backrow hat. Das ist schlimm. Okay, kann er jetzt auf jeden Fall auch ziehen. Das macht die Sache jetzt nicht angenehmer. So, Neos Knight, okay. Brauchen wir gar nicht erst probieren. Sind Backrow-Karten. Sparen wir uns die Zeit. Ja, wie gesagt, sind Backrow-Karten. Brauchst du es gar nicht erst probieren. Wo sind die Leute, die einfach irgendeine verdeckte Karte legen? Winder zum Beispiel. Und ihren Zug beenden. Wo sind die Leute hin? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja. Wenn ich ein vernünftiges Solitärdeck will, müsste ich Infernity spielen. Aber nein, 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 nein. Okay, going second. Was ist das? Sternschnuppenstraße? Okay, Sternschnuppenstraße. Einmal Passcode, Magiebuch der Prophezeiung. Okay. So. So. Warten wir doch mal ab. Okay, eine Stärkung für die Armee. Spannend. Für deinen. Oh, Gerümpel vorwärts. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Schnellzieh-Synchron oder was kommt jetzt? Okay. Lassen wir den Gegner noch einfach mal machen. Einmal Passcode kannst du nur einmal pro Spielzug benutzen. Das ist natürlich auch toll. Okay. Zwei Blue Boys. Die sind ziemlich tot. Ah, okay. Wo, was denn da jetzt? Direkte Sternenstoppdrache ohne Zwischentritt. Okay. Eine Backrow-Karte. Ja, come on! Was soll das denn? Was sind das für beschissene Listen? Das ist ja... Ich meine, McKnight ist ja schon inconsistent, aber dann spielt man das doch nicht mit so einem Gedöns. Und natürlich hat er den McKnight hier auf der Hand. Den One-Off-McKnight. Ay, caramba.
Come on, come on, come on. Leute, ich will ein einziges Mal die Kombo hinbekommen. Wir sind jetzt schon fast durch. Mit der Hälfte. Ja doch, so ziemlich genau mit der Hälfte. Bitte, Konami. Bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, ein einziges Mal. Once a time. Layer. Übung des Wissens, Nachahmung, einmal Passcode. Hier als zweites, wir spielen gegen Red Eyes. Okay. Spannend! Tokens können nicht absorbiert werden, ne? Über die Backrow-Karte da vom Gegner. Also über rotäugiger... Was? Rotäugige Kette? Rotäugige Kette war es, ne? Wieder auch nicht die Aether-Variante. Ach, come on. Warum habt ihr denn... Warum Double Backrow? Was ist das? Okay, Into the Void. So. Probieren wir unser Bestes. Magie, Buch des Wissens. Auf dich. Und Magiebuch, Magier der Prophezeiung. Können wir auch aktivieren. Für dich. So. Dann ziehen wir auf jeden Fall erstmal zwei Karten. Selbst wenn ich den jetzt absorbieren sollte. Okay. Wir haben zweimal Into the Void. Wir haben noch zwei Draws. Wir brauchen Psyklinge. Aber wir brauchen noch verstärkender Strom, ne? Jetzt fehlt die Psyklinge. Und warum? Ja, wir haben wieder einmal Passcode, wir haben einen weiteren Blue Boy. Wisst ihr was? Was ist? Ich spiele einen weiteren Hammer, ganz ehrlich. Ich spiele in der Liste einen weiteren Hammer. Ein dritter Blue Boy ist absolut scheiße. Das Ding ist, so ein magischer Hammer ist halt effektiv ein minus 1, ja. Fühle ich. Und Best Case wäre, wenn wir eine dritte Psyklinge einfach spielen. Aber ich rede mich so über den dritten Blue Boy immer auf. Der muss weg. Dann spielen wir einfach einen zweiten Hammer, meinetwegen. Dann haben wir wenigstens nochmal die Möglichkeit, irgendwie reinzulacken. Irgendwie haben wir dann die Möglichkeit reinzulacken, ja. Von daher ist das okay. Come on. Leute, ein einziges Mal. Mehr möchte ich nicht. Ich möchte einmal die Kombination drauf. Wir kamen ja jetzt gerade nicht mal nah ran, ja. Es hat halt immer ein wichtiger Teil gefehlt. Okay, 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 okay. Okay, Magiebuch. Okay, okay. In die Leere, verstärkender Strom. Aber da wird wieder so viel fehlen, Mann. Da wird wieder so viel fehlen. Wir brauchen halt für die Combo unser einmal Passcode. Und der muss dann halt auch auf dem richtigen Monster liegen, ne? Der muss nämlich... Ne, wir brauchen unsere Klinge und die muss halt auf dem Monster liegen. Macht die Sache halt... Okay, dreimal Into the Void. Passcode. Epsi-Klinge. Passcode. Oh, jetzt Passcode. Passcode, Passcode. Nein. Oh Mann, das fehlt wieder was. Jetzt fehlt die Nachahmung, von der ich noch drei Stücke drin habe. Okay. Was ist, wenn ich jetzt dich setze? Dich setze und dich setze und gleich Nachahmung topdecke. Was ist, wenn ich jetzt Nachahmung topdecke? Da kann ich doch gewinnen, wenn der Gegner... Es war eine Win-Condition. Es war eine Win-Condition, ja. Aber guck mal, es sind nur Schwitzer unterwegs. Die spielen alle nur Schwitzer-Decks. Und sind teilweise auf Legendär 1 damit. Mann! Okay, T minus 10 Minuten, Leute. T minus 10 Minuten. Das reicht noch für 5-6 Games. Wenn ich schnell bin. Wenn ich schnell bin, reicht das für 5-6 Games.
Eigentlich eine coole Hand, going second. Eigentlich eine sehr coole Hand. Wir haben einmal Passcode, verstärkender Strom. Zwei Pieces fehlen noch, aber mein Gegner wird höchstwahrscheinlich ein Monster in the Gate haben, ne? In Form von Lehnzern. Ja? Oder auch nicht. Oder auch nicht, aber dafür halt ganz, oh, dafür halt ganz viel Backrow. Aber ist okay. Das ist nicht so nice, aber ja. Machst du nix. Das ist halt übelster Brick. Weil ich keine anderen Magiebuch-Zauberkarten habe. Ja. Das ist halt übel scheiße. Einmal Passcode. Ja. Ja, und jetzt fehlt wieder die Klinge. Ah, Leute, es ist immer eine einzige Karte, die fehlt. Eine einzige Karte fehlt. Eine einzige Karte fehlt. Es ist so schwer, vier von den Pieces auf der Hand zu haben. Und wie bereits erwähnt, es muss, du darfst ja, oder die musst du ja nicht mal nacheinander auf der Hand haben. Die musst du im richtigen Moment auf der Hand haben. Ja. Das bringt ja also. Ich konnte auch noch gar nicht den magischen Hammer bisher aktivieren mit unserem Skill. Also irgendwas. Okay, Psi-Klinge nach. Okay. Okay, das ist sick. Das ist sehr sick, okay? Das ist sehr sick. Das sind drei Draws. Und vorher dünne ich mein Deck sogar zweimal noch aus. Da, okay, ich bin zuversichtlich, Leute. Das könnte es sein. Psi-Klinge, Nachahmung, es fehlt nur ein Einmal-Passcode. Es fehlt auf jeden Fall ein Einmal-Passcode. Einmal-Passcode ist jetzt immens wichtig. Beliebe. Ich beliebe, Leute. Ich beliebe. Oh! Und jetzt? Ich habe zwei Draws. Ich habe Psi-Klinge. Es fehlt verstärkender Strom. 2 in 12. Ein Sechstel Chance. Und wir haben noch Hammer, was wir drin haben. Leute, das ist es. Verstärkender Strom, verstärkender Strom, verstärkender Strom, verstärkender Strom! Verstärkender Strom, verstärkender Strom. Oder ein Hammer, verstärkender Strom, oder ein Hammer. Okay. Wir sind noch drin, Leute. Wir sind noch drin. Pass auf, und jetzt kommt wenigstens nochmal die Hammer-Kombo. Bam. Jetzt aktivieren wir unseren Skill. Unser Token geht auf 4000 hoch. Und jetzt haben wir nochmal zwei Draws. Und jetzt haben wir nochmal zwei Draws. Wir benutzen jetzt den magischen Hammer, um die 7 vollendet und die Nachahmung in unser Deck zu mischen. Und dann haben wir nochmal eine 1/6 Chance. 2/12. Doch, 1/6 Chance, dass wir die richtige Karte ziehen. Komm, verstärkender Strom, verstärkender Strom, verstärkender Strom, verstärkender Strom. Ist es wahrscheinlicher, wenn ich drei Karten reinmische, dass ich die richtige Karte bekomme? Oh, Moment. Ist es wahrscheinlicher, dass ich... Ich kann das gar nicht ausberechnen. Wenn jemand Lust hat, ihr könnt auch gerne mal ausberechnen, ob es wahrscheinlicher ist, auch nochmal die Nachahmung ins Deck zu mischen, sodass du 13 Karten im Deck hast und dann zwei von denen brauchst in der richtigen Reihenfolge bei drei Draws. Oder wenn du... Okay. Keine Ahnung, wie ich das ausrechnen soll gerade. Zumindest im Video. Verstärkender Strom, verstärkender Strom. Please, please, please. Ja! Wir haben's! Wir haben's, Leute! Wir haben's! Unser Token geht jetzt um 8000 Attack hoch! Nachahmung auf unser Token! Bam! Der Gegner kriegt einen Token! Aber gleichzeitig 4000 Burn! Yes! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Leute! Wir haben es geschafft! Oh! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ich hab's ein einziges Mal wollte ich's haben! Und jetzt haben wir es hingekriegt! Oh, Baby. Oh, Baby, das war gut. Und dann auch noch gegen so einen Keck, der selber Solitär spielt. Das, was ich gespielt habe, du Depp, das ist ein Solitär-Deck. Was du spielst, ist Kack-Meter-Gedöns. Weg damit. Puh, Schmutz. Was wir spielen, das ist der OG-Hit. Ja? Ach, snap. Und ich sag immer, Leute, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn ich jetzt nochmal zwei, dreimal in irgendein Game queue,
dann wird es nur noch blöd. Aber wir haben die Kombo ein einziges Mal hinbekommen. Und das ist das Wichtigste. Und jetzt habt ihr gesehen, wie es funktionieren soll, aber wie es auch in der Praxis funktioniert. Und ich habe es ja gesagt, nachdem ich Magischer Hammer reingenommen habe, Magischer Hammer ist der MVP. Und wenn jetzt jemand noch ein Mathe-Sternchen bekommen möchte, der kann mir gerne noch auf meine Frage von vor einer Minute beantworten. Wie wahrscheinlich wäre es gewesen, meine zwei Combo-Pieces bei drei Draws zu ziehen? Oder das eine fehlende Combo-Piece bei zwei im Deck bei zwei Draws? Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Anyways, Leute, war ein lustiger Meme-Sonntag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Die Suche nach dem FTK und wir haben es geschafft. Von daher, allen von euch wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Haut rein, Leute. Man sieht sich. Danke für den Support. Euer Regi.